Hallo, ich wollte euch heute mal zeigen, wie ich diese Deko hier gemacht habe. Ich hoffe, ihr könnt das so einigermaßen erkennen. Für die Wand. An der weißen Wand wird das jetzt mehr wirken. Ne? Ihr könnt auch jeden anderen Buchstaben nehmen. Ich habe jetzt einfach das Wort Home genommen. Und da ich das noch in einer anderen Farbe machen wollte, habe ich gedacht, ich nehme das mal mit dazu. So, für unser heutiges Projekt braucht ihr entweder Eisstiele, ich habe so Mundspatel genommen, die bekommt ihr in der Apotheke für um die 5 Euro. Es gehen aber auch, wie gesagt, die Eisstiele von Action. Die sind dann wohl etwas kleiner und für ein kleineres Projekt. So, da braucht ihr pro Rahmen, den wir gleich machen, immer 6 Stück. So, die habe ich dann angemalt. Entweder hiermit mit so Deko, Home Deko, auch von Action. Ja. Und so sehen die dann hinterher aus. Wenn man die anmalt, brauche ich euch ja nicht zu zeigen, das könnt ihr sicher. So, davon malt ihr euch einige an. Das habe ich gemacht. Dann habe ich mir hier die Kordel, die ist auch vom Action. Die braucht ihr oder andere, ist euch überlassen. Und ich habe mir für meine Deko das Wort Home halt ausgesucht. Ihr könnt natürlich auch Smile oder was weiß ich, irgendwas anderes nehmen. Die habe ich mit dem Plotter ausgeschnitten, zweimal. Ihr könnt sie auch ausstanzen oder eben selber ausschneiden. Ne? Auf jeden Fall braucht ihr das doppelt, insbesondere auch, wenn ihr unsere heutige Deko so machen wollt, dass ihr von der Vor- und Rückseite das sehen könnt. So, jetzt fangen wir einmal an. Und zwar, wir machen den ersten Rahmen für das erste, für den ersten Buchstaben. Einmal eins querliegendes muss unten liegen. So. Wir brauchen erstmal, wie gesagt, immer 6 Stück für einen Rahmen. Und das mache ich auf gut Glück. Also ich messe mir da jetzt nichts aus mit der Heißklebepistole. Gebe ich da jeweils am Ende so einen kleinen Tropfen drauf und setze ungefähr immer gleich, ne? Sollte schon sein. Hier ein bisschen den Rand übergucken, damit es was hübscher aussieht. Oben und unten die Rundung etwas gerade drauf. So. Ja. Das andere kommt hier unten drunter. Wichtig. Ich habe mich da beim ersten Mal auch ein paar Mal vertan. Also die querliegenden unten drunter, die waagerechten halt oben drauf liegend. So. Ja. Okay. So, dann geht ihr hin und schneidet euch zunächst für den Aufhänger, je nachdem, wie lange ihr das haben wollt, ein Stück Kordel ab und gebt irgendwas. So, hier oben einen größeren Tropfen hin. Macht halt hier die Kordel ein. Vorsicht, heiß. Bisschen andrücken. So. Gleichzeitig fangen wir jetzt aber auch an, die Kordel, wo Buchstaben dran aufgehängt werden. Ihr seht das jetzt. Also, ich gebe noch mal etwas hier oben drauf, dann hält es auch besser und gleichzeitig kann ich das als Klebemittel nehmen für meine Kordel. Und zwar ungefähr in der Mitte. Ihr könnt euch das natürlich für die Perfektionisten auch ausmessen. So. Und gerade, jetzt muss es etwas trocknen. Schön rein. Etwas, das sieht man nachher nicht. Also nicht, dass ihr denkt, die bärt jetzt hier rum. So. Und ungefähr parallel dazu hier unten auch etwas Heißkleber drauf.
und ziemlich stramm und gerade ziehen. So. Das Ganze muss man natürlich noch ein bisschen trocknen. So. Jetzt könnt ihr jeweils oben und unten wieder parallel zwei aufkleben, während das Ganze darunter trocknet. Wieder hier einen Tropfen drauf geben. Solltet wohl dann gucken, dass das spiegelverkehrt mit dem, was da drunter ist, liegt, ne? Das sollte also genau da drüber liegen, dass das einigermaßen nett aussieht. Gut andrücken. Dort auch, da vielleicht noch so ein bisschen. Wie gesagt, diese Schmiererei, die sieht man nachher nicht. So. Gut. So. Jetzt nehme ich mir meinen ersten Buchstaben. Das ist bei mir jetzt das H. Und setze ihn mittig hier rein. Gebe ich hier jetzt etwas Heißkleber auch drauf. Also ich arbeite hier sowieso immer gern mit Heißkleber. Ungefähr mittig. Und dann dreht ihr das Ganze um. Sieht von hinten natürlich nicht so toll aus. Ich habe auch hier ist etwas Farbe ab, aber bei mir kommt das wieder an die Wand, dann sieht man das nicht. So, und nehmt euch das zweite Haar oder was ihr auch immer habt. Gebt Kleber drauf. Ich hoffe, jetzt tut es. Erstmal etwas knöseln. So. Überall was draufsetzen. Und klebt das Haar dann halt, je nachdem, was ihr für Buchstaben habt, müsst ihr auch darauf achten, dass es spiegelverkehrt ist, ne? Einfach drauf. Andrücken. Okay. So, jetzt geht's mit dem nächsten weiter. Ich habe schon mal ein paar Rahmen vorbereitet. Dann geht ihr hin, das kommt nach oben weg, Schnur etwas nachziehen und dann geht es weiter. Ihr legt dann, da wo ihr das zweite haben wollt, halt wieder die Schnur in die Mitte, Heißkleber drauf, wie eben auch. So. Und dann halt hier unten auch wieder. Schön stramm ziehen. So. Immer am besten kurz warten, bis es denn getrocknet ist. Und dann halt wieder dasselbe, ne? Quer oben die nächsten drauf. Ich zeige euch das jetzt nochmal und den Rest mache ich dann gleich so fertig, sonst wird es ja zu langweilig für euch. Ja. Und dann macht er halt den nächsten Buchstaben in der Mitte. Ja. Und das macht er halt so lange, bis ihr das Wort, was ihr haben wollt, ne, könnt ihr auch Namen oder so nehmen, Fantasie keine Grenzen gesetzt, bis ihr das fertig habt. Ich mache das jetzt mal eben und dann sehen wir uns wieder. So, ich bin jetzt beim letzten Buchstaben hier unten angekommen. Ich habe vielleicht vergessen zu sagen, immer schön die Schnur
dran lassen, ne? Also von oben nach unten einfach nur runterziehen bis unten zum Schluss, damit ihr das natürlich auch hinterher aufhängen könnt, ne? Ich meine, erklärt sich eigentlich von selbst, aber ich sag's lieber nochmal. So, wenn ihr jetzt wollt, dass ihr unten noch ein bisschen an Perlchen oder so dranhängt, dann müsst ihr die Schnur länger lassen. Bei mir soll es einfach da unten enden. Und ich schneide das Ganze erstmal ab. So, ihr könnt das nachher noch mit einem Feuerzeug ein bisschen wegbrennen oder so. Oder mit einer Nagelschere mache ich das, glaube ich, etwas feiner, damit man die Schnur gar nicht mehr sieht. So, jetzt seht ihr das auf meinem Tisch hier liegen. Also von oben nach unten das Wort Home. Jetzt ist mir das Ganze natürlich noch etwas zu kahl. Ich habe mir deswegen hier so Blütenblätter. Das ist von dem Set von Stamping Up Botanical Garden, meine ich, wäre das. Ihr könnt natürlich auch jede Menge andere Blümchen oder so, bietet Action ja auch an, fertige Blumen, ne, und Teddy. Ja, die habe ich mir auf jeden Fall ausgestanzt, weil ich die ziemlich edel fand. Das Set, das benutze ich eigentlich relativ häufig. So, hier sind so diverse von der Heißklebepistole. Und fange dann an, das hier zu verzieren, wie ich lustig bin, ne? So, also das Set besteht hier aus verschiedenen Blüten. Das ist ganz nett. Die kann man dann zusammensetzen. Hier zum Beispiel sowas in der Mitte drin, habe ich mir gedacht. So, ich mache jetzt mal ein, zwei mit euch und dann kann ja jeder individuell machen, wie er das meint, ne? So, einmal setzen wir noch ein bisschen was an Blättern drunter. Vielleicht hier so. Ja. Das mache ich dann auch mit der Heißklebepistole. Es hält einfach auf Holz besser, ne, als Papierkleber. Ein bisschen was. Hat man natürlich nachher den Nachteil und muss viele Fusseln rausmachen, ne? Weil ich finde, das zieht immer so Fäden. Okay, und dann vielleicht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu langweilig für euch. Ich mache das jetzt nur mal eins so ein bisschen, damit ihr seht, was ich meine. So. Das sind da so in der Mitte drauf. Ich mache mal schnell weiter und zeige euch dann nachher das Endergebnis. Tada, fertig. So oder so ähnlich kann eure Home Deko dann aussehen. Ich hoffe, euch hat das etwas gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Pfingstmontag.